ESP Network ist ein freies Netzwerk, also nicht eine gemeinsame Firma, sondern wirklich ein freies Netzwerk aus drei Personen, also meiner Wenigkeit, dem André Bress und dem Thomas Döring. Drei Leute, die eben sich das Ziel gesetzt haben, als Dienstleistung hochwertige Visualisierungen und Pre-Programming als Dienstleistung anzubieten. Und da den Leuten die Möglichkeit zu geben, schon im Vorfeld entweder die Show vorzuprogrammieren, da ja die Probenzeiten immer weniger werden, weil wir müssen alle sparen. Wir bieten dem Kunden erstmal die grundsätzlichen Benefits von Pre-Production an sich, sage ich jetzt mal, Vorabvisualisierung. Das heißt, man kann Konzepte, Designkonzepte schon vorab visualisieren, darstellen. Sei es in Form von Renderings, also quasi virtuell generierten, computergenerierten Bildern, sowohl als auch virtuell generierten Filmen, bis hin zu dem Thema, dass wir auch inzwischen interaktive Sachen machen, interaktive Renderings. Ich trenne da immer ein bisschen zwischen Visualisierung und Pre-Programming. Visualisierung ist dazu da, um ein Lichtdesign zum Beispiel einem Kunden oder einem Künstler oder einer Agentur schön darstellen zu können. Gerade bei großen Tourneen, wenn man halt, sag ich mal, Traversenfahrten hat, kann man schon mal im Vorfeld die ganzen Traversen-Movements hoch, runter, rechts, links, was auch immer da passieren soll, schon mal simulieren und sehen, wo der Weg hingeht. Sodass der Lichtdesigner nicht nur irgendwie mit seinem Scribble ankommt oder mit ein paar bloßen Worten, sondern eben mit einem hübschen Satz an Bildern oder unter Umständen sogar ganzen Videos. Lichtdesigner XY denkt sich für seine Band eine neue Bühne, Lichtdesign etc., Setdesign, Videodesign aus. Dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass der Mann oder die Frau das einfach ein Scribble macht, das heißt Bleistift, Papier, klassisch, wie im Theater, wird dann halt das Bühnenbild entworfen. Vielleicht malt er dann noch ein paar Traversen dazu mit ein paar Lampen und gibt es bei uns ab und sagt, so soll es aussehen, die Größe, die Traversen sollen beweglich sein oder da sollen Tower auf der Bühne sein, die sich drehen sollen, wie auch immer. Da sind ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Und wir versuchen das dann für den jeweiligen Kunden so umzuwandeln, dass man das visualisieren kann. Pre-Programming ist dazu da, um, wenn eben ein Lichtdesign schon steht und man aber zeitlich knapp ist bei der Vorbereitung, schon mal virtuell am PC seinen Lichtpult anschließen kann. Wo man dann quasi das schon virtuell, die virtuell erstellte Bühne mit dem virtuell erstellten Licht und der Videoinstallation und einfach der kompletten Bühne wie ein Computerspiel mehr oder minder hernimmt und daran seine Medienserver, seine Lichtpulte, alle wichtigen Komponenten anschließt und dann auch vorab schon programmiert. Je nachdem, wie weit dann die Vorabinformation ist, kann es sein, dass man da dann schon, ich sag mal, 80-90% einer Show programmieren kann. Unser Main-Kunde in den letzten Jahren ist wirklich Patrick Woodroff. Fanta 4. Wir haben in Deutschland gearbeitet für Gunter Hecker. Wir haben in Deutschland viel gearbeitet für Louis Helmig, für den Christian Rapp. Ozzy Osbourne. Wir haben für den Bayerischen Rundfunk gearbeitet. Die Ärzte. Wir haben für Citizen Five gearbeitet. Söhne Mannheims. Das sind so ein paar Auszüge. Die Amerikaner und die Engländer, die sind da schon viel weiter. Also bei denen ist es Standard. Eigentlich bei allen großen Produktionen, dass man da vorher eine Visualisierung macht und ein Pre-Programming. In Deutschland entwickelt sich das leider sehr schleppend, sage ich mal. Gibt schon verschiedene Menschen, die es machen oder wollen oder sagen wir mal so, die das erkannt haben, dass es ja eigentlich ein echt hilfreiches Tool ist, aber es sind doch recht wenig. Es ist leider ein bisschen ein steiniger Weg, sage ich jetzt mal, dem deutschen Kunden oder den deutschen Kollegen den wirklichen Mehrwert darzustellen. Warum auch immer, ich bin auch noch nicht auf den Stein der Weisen gekommen, daher ist es auch inzwischen wirklich so, dass 70% oder 75% unserer Aufträge aus dem Ausland kommen. Wie gesagt, wir machen sehr viel für englische Kunden. Und diverse Jobs auch, wie gesagt, around the globe. Wir haben für ein ägyptisches Fernsehstudio schon eine Visualisierung gemacht und so weiter. Aber warum es wirklich in Deutschland oder Deutschland da noch ein bisschen hinterherhinkt, im Verständnis wirklich für den Mehrwert der Funktionalität,
ich versuche seit 10 Jahren zu verstehen, aber es bewegt sich langsam. Also es gibt in Deutschland inzwischen, Gott sei Dank, ein paar Kollegen, die auch wirklich das verstanden haben, und dadurch bewegt sich langsam, glaube ich, auch meiner Meinung nach in die richtige Richtung.